So, es ist mal wieder Super Mario Bros. Fury plus 3D World Zeit. Und wir beginnen hier gleich mit Kamek in diesem Part. In dieser Aufnahme. Und wir spielen mal wieder Peach. Zur Abwechslung mal wieder Peach aus dem Weg Kameks. Peach gegen Kamek. Auch mal interessant, mal wieder mit dir zu spielen. Ich weiß nicht, haben wir am letzten. Ne, ich wollte gerade Stream sagen. Im letzten Aufnahme, im letzten Part. Auch mit dir gespielt oder. Egal. Sei es wie es sei. Heute wird mit Peach gespielt. Mit Pfirsich. Let's play mit Pfirsich. So, da ist er überwältigt, der Kamek. Und auf geht's in Welt 3.5. Welt 3, Level 5. Auf geht's. Die Röhrenlagune. Okay, wo sind wir hier gelandet? Sieht ja schon sehr gut aus. Da sollten wir vielleicht nicht zu weit runter. Dachte ich mir. Ich hielt Ausschau nach einem grünen Stern. Sah so verdächtig aus. Hier mal so ein bisschen so der Rand. Ist ja. Man soll ja immer so ein bisschen mit klarer Hand Ausschau halten. Oder vielleicht nicht einen Stempel oder ein erster grüner Stern ist. Da ist doch was im Busch. Ein Frosch ist im Busch. Oh, kleine Peach. Oha, ein unsichtbarer Block. Muss mal gucken, ob es da drüber noch was gibt. Ne, gibt's nicht. Ich glaube nicht. Oh, verdammt. Gumm, was sind schon meine. Das gibt's hier gar nicht. Sachen gibt's. Schon mal den Gumbas. Ist hier Urlaubsfeeling angesagt. Na dann. Ich trau dem Braten noch nicht. Das ist, ich will hier noch. Ich will mich noch mal umgucken hier. Ich muss doch, das ist doch. Das Plateau kann doch hier nicht. Ja, ein paar Münzen. Okay, stellen wir mal in die Röhre. Das ist doch Röhrenplateau. Vielleicht finden wir hier bald einen grünen Stern. Ich traue dem Spiel auch mal mehr zu, als es ist. Oh, ein Tanuki. Tanuki Peach. Ein paar Münzen. Da sage ich nicht nein zu. Zack. Und zack. Cheap Cheeps. Okay, hier ist eine Röhre. Da ist auch eine Röhre. Wir haben hier Röhren hier. Ah, okay, die führt hier hin. Aber wo führt die hier hin? Da führt sie hin. Ah, okay. Was gibt's hier zu sehen? Oha, das Wasser sinkt. Wieso sinkt das Wasser? Da müssen wir wohl hoch. Der Stern sagt, dass wir da weiter müssen. Ah, und da ist unser erster Stern. Hätte ich fast verpasst. Und durch hier. Mit Karacho. Bartkratz.
Und dann Münzen abholen. Hier gibt es Zeit, wertvolle Zeit. Unterwasserlevels. Auch sehr interessant. Okay, hier geht's wieder runter. Chips können wir nicht ausschalten. Okay. Wir können den Tanuki noch behalten. Genau dafür. Für diese Zwecke. Unter anderem. Immer noch keine Stempel. Oh, da hatte ich gerade ein bisschen Schiss, dass mich der eine Chips hier betrifft. Sehr schön. Warte, da gibt es bestimmt oben noch was. Ich sehe da noch das Licht. Ich gehe ins Licht. Da gibt es einen Stempel. Im Licht. Hätte ich mich geärgert, hätte ich den verpasst. Okay. Was bringt uns das jetzt genau? Achso, wir können unter Wasser. Wir ein bisschen Unheil anrichten. Mit pinken Kugeln. Ein bisschen Lärm ist das schon. Ach, hier ist eine Röhre, eine geheime Röhre. Wahrscheinlich der zweite Stern. Natürlich. Und hier die Münzen einsammeln. Yay. Witch. Und hier runter. Sehr schön. Gibt's nichts mehr. Dann mal weiter. Der Lärm irritiert mich. Aber gut, sofern es meine Gegner außen aus dem Feld räumt. Noch ein bisschen Zeit. Zeit ist wertvoll. Mit dieser Kanone können wir bestimmt einige Secrets aufräumen, die wir sonst verpasst hätten. Zum Beispiel den dritten Stern. Also so viel dazu. Hier ist eine leere Stelle. Nein. Ich wollte irgendwie den... Können wir irgendwie den die Sache loswerden? Mist, okay, da kommen wir nicht hoch. Muss hier nochmal rein. Nochmal nach dem Rechten schauen. Okay, zwei Sterne und einen Stempel mal bekommen. Da fehlt noch einen und haben wir noch einen irgendwo übersehen. Das ist nicht gut. Auch sind uns die Sterne natürlich bei weitem reichen. Wir brauchen ja spätestens beim Schloss dann genügend Sterne, um das Schloss zu öffnen. Auch wenn es das schon reicht, will ich mal hier zumindest eine Komplettierung versuchen. Wir haben es schon in mancher Welt nicht geschafft. Da gehen wir jetzt beruhigt drüber. Es muss ja irgendwo am Ende der Welt sein. Es muss irgendwo... Es kann ja nicht weit von der Zielflagge sein. Vielleicht doch irgendwo oben auf dem Hügel, wo man nicht drauf kam. Das ist so weit weg hier. Die Unterwasserlevels waren noch nie die chilligsten überhaupt.
Okay, waren wir, ja, hier waren wir natürlich schon dran. Nicht irgendwo ein Gegner am Ende? Ich weiß es nicht. Hier war der erste Stern. Links durch die Röhren. Die Münzen nehmen wir selbstverständlich mit. Die Zeit haben wir jetzt mal ausgelassen. So, was gibt's hier zu sehen? Feuerblitz schreibt auf. Noch eine Feuerblume. So, hier mal ein bisschen weiter. Schneller voran. Das hatten wir hier alles schon. Hier war der Stempel oder was? Hier war der Stempel. Ja, die Kanone nehmen wir diesmal nicht mit. Nein, danke. So, hier mal runter. Die Kollegen hier zerstören. Ja, da waren wir, da gab es den zweiten Stern. Muss man nicht nochmal zerstören. Aber hier irgendwo zwischen dem zweiten Stern hier und dem dritten Stern. Ja. Muss der dritte Stern sein, irgendwo zwischen dem Zielflagge und dem hier. Vielleicht hier mal die Gegner besiegen. Keine schlechte Idee. Da bringt uns das irgendwas, hier auch mal nachzuschauen. Nein, scheinbar nicht. Das bringt Münzen. So, hier, na komm. Wir jetzt hier nicht für den ganzen Part hier in diesem Level aufhalten. Okay, das war's nicht. Hier vielleicht trotzdem mal reingucken. Kann ja immer leicht. Oha! Genau das. Kann ja jemand leicht was versteckt sein, wollte ich gerade sagen. Und da war es versteckt. Hier nicht. Okay, da müssen wir hoch. Und gehen wir erstmal hier lang. Und das ist der dritte Stern. Sehr gut. Gefunden. Oh nein. Ein gefährlicher Gumba. Schimmering Gumba. Jetzt haben wir ihn im Schlaf einfach am Schlecksen. Haben wir ihm die gute Laune verloren. Okay, die Frösche, die tun nichts. Ist noch schwerer zu besiegen. Ah ja, hier ist der Vorsprung. Auf den wir rauf wollten. Und ups. Auch noch eine goldene Flagge. Sehr schön. Level abgeschlossen. Oder beendet. Wie das haben willst. So, den 57. Stern. Ich gehe jetzt mal rein, ein bisschen Glücksspiel. Glücksspiel kann süchtig machen. Nur für Prinzessinnen ab 18. Oh, sehr gut. Das war ja gar nicht schlecht. Zwei ab. Two ab. So, hier geht's rein. Was bist du da drüben? Ein extra Level. Aha, na dann. Bergpass Sprint. Oha. Willkommen bei Super Mario Kart. Mario Kart ohne Mario und ohne Kart. Oh nein. Ist ja wirklich so ein Mario Kart. Plus, ja. Das ohne. Uha. Dort.
jetzt auch noch Sterne zu bekommen. Eine Glocke. Sehr schön. Glocke aktivieren. Könnt ihr gleich mal machen hier. Hey, wo läufst du hin? Oh, hier ist der Stern. Oh nein. Wir müssen ein bisschen mehr aufpassen. Ich hatte doch eine Katze, ich konnte mich doch... Bin doch blöd. Komm ich doch an der Wand hochklettern. Dafür ist es doch da. Gibt's eh nur Münzen. Genau so. Oh nein. Und rennen im Block. Und dann geht's weiter. Wir gucken natürlich, ob wir hier noch was finden. So eilig haben wir es nicht. Wir wollen ja nicht als Erster ans Ziel kommen. Hui. Check the point. Ich glaube, mein Controller macht irgendwie... Macht Sachen. Steuere in die richtige Richtung, aber naja. Warte, da gibt's noch was. Den Stempel nehme ich natürlich mit. Und ab die Wurst. Oh, da ist der Stempel. Sorry, ich muss hier mal zurück. Geht nicht. Oder was? Ich muss hier mal. Kann ich da hochklettern? Das wird schwierig. Ich muss die Zeit jetzt mal verschwenden. Strecke rückwärts. Na komm, na komm, na komm. Das kann man doch schaffen, oder? Okay, so ist da kein Hochkommen. Ich brauche den zweiten Stern. Ich krieg gleich hier ein Timeout. Wenn ich hier so weitermache. Und rutsch. Das war wohl nix. Okay. Kein Plan, wie man da oben rankommt. Da muss man mit genügend Karo da durch. Dann kommt man da auch ran. Wir können gleich nochmal starten. Okay, den zweiten und den dritten Stern haben wir auch verpasst. Den dritten Stern haben wir auch verpasst. Uff. Und vielleicht war es der dritte Stern. Ja, wir müssen hier nochmal rein. Nochmal genauer gucken. Oh, ein Hoppelhase. Weiß nicht, wie die hier genau heißen. Na komm, wir schauen zumindest nochmal, wenn wir es nicht finden. Ja, aber... Bin da reingeschaut. Eine Klinge, Katze auf Vorrat. Glocke. Aktiviert. Ja, keine Benachrichtigung mehr zu verpassen. Uha! Und wenn der Mario neue Videos hochlädt, wenn neue Mario-Videos kommen,
Das war ja jetzt scheiße. Miau. Peach sagt miau. Böse, wer da böse denkt. So, rutsche die Katz. Und hier machen wir ein bisschen Beschleunigung gleich. Das können wir da oben gebrauchen. Okay, hier kommen wir nie wieder hoch. Ich hoffe, wir haben Checkpoint. Den haben wir. Katze, die Katze. Oh Gott, was wir jetzt hier machen. Ist ja schrecklich. Ist hier irgendwo der zweite Stern? Und hops. Weit genug. Sehr gut. Das ist der dritte Stern. Verdammt, wo ist der zweite? Wo ist der zweite Stern? Müssen wir hier nochmal durch. Die Ziellinie. Alle guten Dinge sind drei. Das sind ja auch drei Runden beim Mario Kart. Das ist so, wenn ich da drunter gehe, das ist, wenn ich da das unter dreimal machen würde, dann würde das wär auch. So käme ja dem nicht gerecht. Das ist ja. Ich muss das ja wirklich. Versteht er, oder? Das muss ja mal. Selbstverständlich. Hätte es auch nochmal mit Mario ausprobieren können. Aber gut. Jetzt hier irgendwo bei den. Ja, hier müssen wir eh noch nicht nachgucken. Ist irgendwie unter den Blöcken da. So, hier war der erste Stern. Oh nein. Oh nein. Ja, hier war der erste Stern. Verdammt. Da muss ich nicht nachgucken. Eine Glocke zur Sicherheit. Na komm. Hops, und hier rein. Hier sollten wir vielleicht mal irgendwo gucken. Nein, nicht über den Rand raus. Das war's im Busch. Oder nicht? Und hier irgendwo hinterm Checkpoint muss das sein. Der zweite Stern ist normalerweise hinterm Checkpoint. Hier zu erwarten. Aha, die Box. Fang den Hasen. Sehr gut. Und weiter geht's. Ab ins Ziel. Und den zweiten, dritten Stern. So schafft man es hier in den Abgrund zu springen. Oh gut, wurde gesaved. Wir haben jetzt an drei Sterne. Das Spiel ist fair.
Oh nein. Oh no. Stell mich heute wieder an. Böse Zungen würden behaupten, wie ein abgelaufener Joghurt. Ja. Ab ins Ziel, nur ab ins Ziel. Scheiß mal auf die Katze. Also hops. Sehr schön. Haben wir das mal abgeschlossen. In der dritten Runde. Mit allen drei Sternen und mit dem Band 10 kommen. Zählt als erster Platz. Sehr schön. Meine Mario Kart Strecke. Ohne Mario und ohne Kart. Also eigentlich gar nichts. Und Mario Kart ohne Mario und ohne Kart. Nicht. Hin und her im Schaltertal. Oha. Die Sache hier schon wieder. Hops. Die Minen sind los. Oh Mann. Nein. No. Nicht stechen bitte. Angst vor Bienen. Fritze die Bratzel. Was macht der Kollege hier? Mit dem Stempel oder so? Nee, unwahrscheinlich. Ersten Stern sollten wir trotzdem hier mal gucken. Ausschau halt nach dem ersten Stern. Ja, das ist das Ziel. Okay. So. Oh oh. Und weiter geht's. Buschreck. Das war's im Busch. Oder auch nicht. Da ist doch irgendwas oben drauf. Ein Stern. Nicht so einer, wie wir dachten, aber immerhin. Das hat hier viel gebracht. Da müssen wir irgendwie hier oben drauf kommen. Und es nicht abwischen lassen. Und abwärts geht's. Rein hier. Ist doch nie der erste Stern. Niemals. Gibt's hier den ersten Stern. Oh, doch, tatsächlich. Ich habe mich geirrt. Der erste Stern. Und hier ist der Checkpoint. Großartig. Da ist jemand durch den Griecher. Au. Checkpoint bitte. Ja, sehr gut. Ich konnte mich nicht dran erinnern. Aber tatsächlich hatte ich einen Checkpoint. Und hops. Die Frau aus dem Weg geschafft. Was gibt's hier? Oh, ein paar Münzen. Nehme ich gern. Oha, rote Münzen. Oha, fast verpasst.
geschrien. Verdammt. Gibt's doch noch was hinterm, genau, hinterm Wasserfall. Da gibt's einen Stern. Sehr gut. Habe ich doch gesehen. Auf Anhieb. Ich sehe auch schon den dritten Stern. Bis dahin muss man es erstmal schaffen. Huha. Hier wird es schwierig. Nach Holla, die Waldfee. Da hoch. Gibt es bestimmt was. Ja, zum Beispiel den Stern hier. Den nehme ich doch Platz. Den Stempel. Stempel, den nehme ich auch. Nein. Doch. Oh. Naja, gerade so noch. Erfolgreich abgeschlossenes Level. Level beendet. So, na dann. Ich hoffe, ich habe den Part heute nicht hoffnungslos überzogen. Im nächsten Part geht's scheinbar, wie es ausschaut, Richtung Schloss und dann vielleicht schon in die nächste Welt. Hier gibt es noch ein Tothaus, hier ein Casino, dann das Schloss der dritten Welt. Gut, ich wollte mal sagen, glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst aber dann neu seid, im nächsten Part nicht verpassen wollt. Und habt noch einen angenehmen frostigen Tag. Wir sehen uns hier an dieser Stelle im nächsten Part wieder. Habt ihr noch eine angenehme frostige Zeit. Wir sehen uns bis dahin und ciao, ciao. Thank you.